Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Rally WRC 5. Zur vierten Saisonstation der Junior WM in Finnland. Und da springen wir auch gleich hin. Ah nein, das wollte ich überspringen. Ich wollte die Rallye-Schule nicht fahren, das nervt. So, neben dem Rennen gegen die Uhr können Sie gegen Gegner antreten, die als Ghost angezeigt werden. Aber doch nicht im Karrieremodus, oder? Ich glaube, auf die Taste habe ich Ghost gelegt. Probieren wir gleich einfach mal aus. Aber ich glaube, im Karrieremodus geht das nicht. So, wir können eh nicht viel verändern. Und also starten wir auf die erste WP, 7,08 Kilometer. Die Rallye Finnland nahm den Namen der Rallye der 1000 Seen an und tauchte in der WRC erstmals zur Debütsaison 73 auf. Der Name Rallye 1000 Seen kommt daher, dass man wirklich um den Rallye-Veranstaltungsort gefühlt 1000 kleinere, mittlere und größere Seen hat. Die Rallye Sanremo hatte, glaube ich, mal den Spitznamen Rallye der 1000 Blüten, weil sie noch im Frühjahr ausgetragen wurde. Egal, so wichtig ist das auch nicht. Und wir starten gleich mit der legendären WP Uninpoja. In Wirklichkeit über 40 Kilometer lang. Eine Hammer-Rallye. Eine Hammer-WP. War, glaube ich, 2013. Sogar die Power Stage der Rallye Finnland. Naja, egal. So, die Rallye Finnland, bekannt für ihre Sprungkuppen mit mehreren kleineren, mittleren und sogar größeren Sprüngen. Einer hohen Durchschnittsgeschwindigkeit zählt zu den schnellsten Rallyes der Saison. Oh, nicht den Baum. Nicht den Baum küssen. Nächstes Jahr, also in der Saison 2016, ist die Deutschland-Rallye nochmal Teil der Junior-WM. Leider hat in Wirklichkeit Christian Riedemann diese Junior-WM-Saison 2015 schon nicht beenden können, weil schlichtweg das Geld und die Sponsorenunterstützung zu knapp war, um auf dem Niveau weiter anzutreten. Das Auto kostet viel Geld, die Startgebühren kosten viel Geld, die Logistik kostet viel Geld. Und man kann sagen, Christian Riedemann hatte immerhin das Talent, immer unter den vorderen Rängen der Junior-WM mitzuschwimmen. Noch zu Fiesta R2-Zeiten hat er sogar die Rallye Portugal für sich entscheiden können, hatte dann technisches Pech und hat deswegen nicht gewonnen. Dann ein Jahr war, glaube ich, Pause. Durfte sogar für VW Motorsport, als diese 2012 in ihrer Testsaison mit Skoda Fabia S2000 in der WRC 2 unterwegs war, die Rallye Deutschland für VW fahren. Zusammen mit, glaube ich, Kevin Appring war das damals. Beide haben dann nachher keinen Platz im Nachwuchsprogramm von VW bekommen. Wie man weiß, fiel das ja später an Mikkelsen, der seitdem der dritte, in Anführungsstrichen, Juniorfahrer ist. Wobei ich ihn gar nicht mehr so Junior finde. Er ist ja bereits schon in den 2000er Jahren ja sogar schon WRC-Rallyes mitgefahren. Zwar als Privatier oder... immer als Privatier. Und mit beschränktem Budget, deswegen auch mit beschränkten Möglichkeiten. Dafür dann aber trotzdem... Oh, das hat ein bisschen Zeit gekostet. Trotzdem, sagen wir es so.
Das Ergebnis an sich, schwarz auf Blatt Papier, war jetzt nicht so dolle, aber für die Mittel, die ihm zur Verfügung standen, waren die gar nicht so schlecht. Deswegen, dass er dann als Nachwuchsfahrer 2013 gefördert wurde und ich glaube, mittlerweile benennt der Volkswagen ihn ja so auch gar nicht mehr. Ja. Es geht meiner Meinung nach ein bisschen an einem Nachwuchsfahrer vorbei. Aber egal. Darüber kann man diskutieren, das ist Ansichtssache. Eins möchte ich dir an dieser Stelle nicht absprechen, das ist Mikkelsens Qualität. Sagen wir mal, regulär hätte er die Rallye Spanien ja auch nicht gewinnen können. Aber nimmt man mal Oshie außen vor, also wie man vor, in der Ära vorher Löb einfach mal außen vor nehmen muss, hätte er doch durchaus realistische Chancen auf mehrere Siege gehabt. Auf eine ganze Saison, auf ein ganzes Jahr gerechnet, sehe ich Mikkelsen eigentlich so in der Qualität seines Teamkollegen Latvala. Naja, egal. So, das Ergebnis dieser Rallye. Dieser WP. 1,3 Sekunden vor Quentin Gilbert. 1,8 vor Weiby. 5,5 schon vor Lukas. 6,8 schon vor Riedemann. Dann Daniel McKenna 6,9. Alessandro Rehe 7,8. Also insgesamt alles noch relativ eng beisammen. Einer WP, wo wir 4 Sekunden verlieren und dann sind wir irgendwo auf den falschen. Und dann sind wir irgendwo schon bei Position 4, 5. So, in der WRC 2 führt Lokalmatador Jari Ketoma vor Valery Gorban leider ein falsches Logo. Ja, Mini gehört zur BMW Group. Dennoch ist Mini eine eigene Marke und deswegen finde ich es schade, dass hier das BMW und nicht das Mini-Logo verwendet wird. So wie eigentlich in dieser Saison in der WRC das Citroën-Logo falsch ist, denn die Saison 2015 trat man unter dem Namen der mittlerweile Tochtermarke, nicht mehr Modellmarke, sondern Tochtermarke DS an. Nächstes Jahr jedoch nochmal unter dem Namen Citroën Racing. Die Tochtermarke DS wechselt oder ist schon gewechselt in die als Motorenpartner von Virgin Motorsport in die Formel E. Naja, lange Geschichte, kurzer Sinn. So, in der WRC führt Oshie vor Ostberg, Latvala und Patton. Das Timing des Gebetbuchs kann im Optionsmenü geändert werden. Ja, ich denke, das war bis jetzt nicht eigentlich ganz gut. Vielleicht müssen wir es ein bisschen weiter vorausstellen, wenn wir mit einem schnelleren Auto unterwegs sind, aber das sehen wir, wenn es soweit ist. Die nächste WP ist Möcki Perret mit 2,81 Kilometern, aber bei Regen wird die doppelt, nein, die wird nicht doppelt gefahren. Dann kommt 5,35 von Juku Järvi, dann 6,3 Horka, 3,94 Mühenpä und nochmal 6,3 Horka. So. Und wir gehen als Gesamtwertungsführender in den zweiten Tag der Rallye Neste Eurallye Finnland. Da die Notizen müssen perfekt sein, oft sind Kurven verdeckt, daher ist es wichtig, das Auto ideal zu platzieren, um mit maximaler Geschwindigkeit aus der Kurve kommen zu können. Das ist tatsächlich bei der Rallye Finnland ganz essentiell, weil die meisten Kurven direkt hinter irgendwelchen Sprungkuppen liegen. Das heißt, man muss schon vor der Sprungkuppe wissen, welche Kurve kommt, wie muss ich das Auto positionieren, kann ich voll drüber brettern oder muss ich doch langsamer über die Kuppe, in dem Sinne viel früher bremsen, wie man ohne Kuppe bremsen würde, dass ich dahinter die Kurve noch bekomme, wie muss ich das Auto positionieren, dass es bei der Landung perfekt zur Spur durch die Kurve ist und so weiter und so fort. Also, Walter Röhrl ist die Rallye Finnland nie gefahren in seiner aktiven Karriere. Weil die Rallye Finnland eine Rallye, zumindest damals war, wo man mehrfach am Recketag über die WPs drüber fahren musste, bis man einen guten Aufschrieb hatte. Und Röhrl meinte immer, er fährt keine Rallye, wo er eine WP öfters wie zweimal muss abfahren, für einen Aufschrieb zu machen. Und hat es bei der Rallye Finnland tatsächlich durchgezogen. Gut, hinzu kommt, dass ein Walter Röhrl ein recht, sagt er zumindest von sich selbst und seine Ergebnisse dürften das ein bisschen diese These untermauern, dass er ein fotografisches Gedächtnis hat und er sich tatsächlich die WPs recht gut auch im Kopf einprägen kann, wenn er sie einmal abfährt.
Er stellte dabei immer mit Christian Gersdörfer den Aufschrieb. Beim zweiten Mal drüberfahren wurde der Aufschrieb nur noch kontrolliert und gegebenenfalls vielleicht noch ein ganz klein bisschen korrigiert. Und dann ging es an den nächsten Tagen auf die verschiedenen Wertungsprüfungen. Und die Ergebnisse von Walter Röhrl unterwegs, wie gesagt, untermauern diese These. Ganz legendär war zum Beispiel, als er seinen Teamkollegen Alain mehrere Minuten auf einer WP aufgebrummt hat. Mit vorheriger Ankündigung im Nebel. Das war in Portugal die legendäre Nacht des von Aganil. Einfach mal auf YouTube eingeben oder auf Google, da findet man genug da über diese legendäre Nacht von Aganil. Hat im Rahmen der Rallye-Weltmeisterschaft etwa so einen Stellenwert wie das Überholmanöver von Mika Häkkinen in Spa, als er und Schumacher jeweils innen bzw. außenrum an dem langsamen Stewart, was glaube ich, oder was ein, war glaube ich ein Stewart, überholten und Häkkinen sogar noch dadurch an Schumacher vorbeikam. Also, einen Moment. So, da bin ich nochmal, als, jetzt war ich stehen geblieben, legendäre Nacht vom Aganil, als der Michael Schumacher vor Mika Häkkinen lag, Schumacher sich entschied, den Stewart außenrum zu überholen, Häkkinen blitzschnell entschied, den Stewart innen vorbei zu überholen und dadurch auch noch an Schumacher vorbeikam. So in etwa hat das einen Stellenwert, die im Rallye-Sport, die legendäre Nacht von Aganil. Egal, so, die WP haben wir gewonnen, 4,4 Sekunden vor Waby, 0,6 Sekunden vor Quentin Gilbert und 2,5 vor Christian Riedemann. Dadurch sieht es der Gesamtwertung wie folgt aus: 2,0 vor Gilbert, 2,3 vor Waby, 9,3 vor Riedemann, 11,8 vor Alessandro Rey, schon 15,7 vor McKenna, also ich würde jetzt mal sagen, schlechter wie Fünfter werden wir schon mal nicht mehr bei dieser Rallye. In der WRC 2 führt weiterhin Ketoma vor Gorban und jetzt Eamon Bolland an. Quentin Giordano auf Position 4 zurückgefallen, dafür Craig Breen an Armin Krämer vorbeigekommen. In der WRC führt Ogier vor Patton, Latvala, Protasov, Ostberg zurückgefallen auf Position 5. So, WP3 steht an, wurde seither von finnischen Piloten dominiert. 52 der 53 Events gingen an Finnen. Die meisten Siege, jeweils 7, gingen an Hannu Mikkola und Markus Grönholm, also den Bosse. Spitzname von Markus Grönholm. Der einzige Fahrer, der öfters ein und dieselbe Rallye gewann und auch öfters in Folge, als das Markus Grönholm geschafft hat in der Rallye Finnland, war Sebastian Loeb mit der Rallye Deutschland. So. Und vor den beiden, also vor den drei Fahrern war es, glaube ich, Walter Röhrl mit 4 Siegen bei der Rallye Monte Carlo. Als damals noch Fürst Renier zu Walter Röhrl bei seinem 4. Sieg sagte bei der Pokalübergabe, sie schon wieder? Naja, Juko Järvi bei Nacht 5,35 Kilometer auf Schotter. Los geht's. Der letzte Rallye-Tag wird dann voraussichtlich aus, wird dann aus 3 WPs bestehen. Deswegen jetzt weniger quatschen, mehr fahren. Dass wir da auch noch durchkommen, diese Folge. Und dann würden wir am Mittwoch die, nennen wir es mal, Sonderfolge mit der ADAC Rallye Deutschland sehen. Links 2. Tür rechts 2.
80 Kuppe auf links 3 plus. Tür, Gefahr, Abzweigung, links 8 plus. Rechts 2, halten. Auf links 4, macht stark zu, links 2. Auf rechts 5. Scheiße. Auf. Na, geht ja noch vom Schaden hier. Da fällt mir auf, wir haben nach der ersten Schleife das Fahrzeug gar nicht repariert. Naja. Das kostet alles immer Zeit. Viel zu viel Zeit. Ah, nee, 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 bleib doch mal schön bitte auf der Strecke. Jawohl, so. Links 2 minus. Auf. Rechts 2 kurz. Auf. Links 2, mach zu. In. Rechts 3 kurz. Und. Ah. Links 2 auf. Rechts 2 kurz. In. Rechts 2. In. Links 2. In. Rechts 2 minus. In. Links 2 lang. Auf, Hörnagel, rechts, halten. Tür, Hörnagel, links, Licht schneiden. Auf, links, ich hoffe, wir verlieren hier auf der WP jetzt nicht allzu viel Zeit. Tür, rechts, 2 plus lang. Öffnet sich, in, rechts, ich glaube schon, dass wir Zeit verlieren. Ich hoffe nur nicht zu viel. Rechts, 2, in, Kreuzung, links ab. Nein! In, links. In, rechts 2, in, links 2. In, rechts 2, minus, in, links 2, lang. Oh, haben wir ein 2 zurückgesetzt. Auf. Klar, zum Beginn des Sektors. So, ich habe jetzt mal auf die Taste gedrückt, wo sollte die Ghosts anschalten. Und wie ich mir dachte, entweder sind sie so weit voraus, oder wir sind weit voraus, dass wir keinen zu sehen sind. Rechts 2, plus, lang. Ah, zum Glück. Nirgends angeschlagen, sind einfach nur zurückgesetzt worden. Auf, rechts 2, auf, rechts 1, minus. Auf, links 2, minus, lang, mach zu, in, rechts 3, kurz. In, links 3, plus, auf, rechts 2, plus, mach zu. Ach, ich kann die Deutschland-Rallye ja sowieso gar nicht. Doch, kann ich. Nein, ich kann sie nur im Zeitfahren. Ich kann sie nicht im Rallye-Modus mit dem DS3 fahren, weil ich muss. Ich bleibe dann in der Restriktion der jeweiligen Meisterschaft. So kann ich dann auch in der WRC 2 mir nur maximal 7 Rallyes aussuchen. Da kann ich dann aus allen wählen. Ah, da müssen wir uns in die nächste Folge was einfallen lassen. Ach, nee, eigentlich nicht. Wir haben hier trotzdem 5 Zehntel aufgeholt vor auf Baby und Gilbert. Ah, oh, Riedemann hat viel verloren. Gucken wir mal kurz, wie es in der Gesamtwertung jetzt aussieht. Oh, Baby wieder an Gilbert vorbei. 2,8, 4,2 und dann 24,1 auf Alessandro Rea. Also Dritter werden wir auf jeden Fall. Daniel McKenna ist Fünfter und dann Christian Riedemann, der hoffentlich nochmal auf Position 4 nach vorne fährt. In der WRC 2 führt Kitoma vor Bolland und Gorban, Krämer, Breen, Giordano und Linari. Die Top 7 in der WRC, Ogier vor Patton, Ostberg, Evans und Latvala. Beim Wohnmobil können Sie ja autotunen. Ja, könnte ich, aber nicht in der WRC 3. Denn da ist Einheitsfahrzeug mit Einheitssetup vorgeschrieben. So, reparieren. Ja, die Reifen und die Bremsen haben es richtig nötig. Zack, haben wir alles fertig gebracht. Und dann starten wir in den letzten Tag bei Sonnenschein mit der WP Hawker. 6,3 Kilometer. Die WP wird zweimal gefahren. Wenn die Geschwindigkeit zu hoch ist, wird die Aerodynamik des Wagens dazu führen, dass sich das Ende senkt und die Front hebt. Die Taktik ist, vor dem Sprung zu bremsen und über dem Sprung Vollgas zu geben, sodass man möglichst gerade landet. Auch muss man holen, viele Fahrzeuge sind
recht frontlastig durch Motor, Getriebe und vorne. Jetzt hat ein Allrad zum Glück noch eine Kardanwelle nach hinten und auch hinten Antriebswellen. Bei den R3-Fahrzeugen hier rein Frontantrieb. Das heißt, vorne ist das gesamte Gewicht und hinten ist eigentlich gar nichts. Da muss man also auch überlegen, inwieweit man Vollgas über die Kuppe fährt. Zu viel Bremsen landet man nämlich mit der Schnauze auch zuerst auf. Und das ist auch nicht gesund. Aber Start in die Rallye. In den letzten Rallye-Tag. Oh, diese Stelle kriege ich nie hin. Ich hasse die WP. Bin sie jetzt schon ein paar Mal gefahren und immer... Einen Moment bitte. Gut, hat sich erledigt. Man kann hier am Tag nichts aufnehmen. Da habe ich nachts aber keine Zeit mehr, weil ich mittlerweile nachts schlafen muss, ist gar nicht so leicht, hier ungestörten Video für den Kanal aufnehmen zu können. Und da meine Zeit noch begrenzt ist, kann ich nicht noch anfangen, stundenlang Videos zu editieren, zu schneiden und zu kodieren und dann hochzuladen. Das kostet noch mehr Zeit, den noch mehr entweder vom Zocken oder dann halt von der in meiner Schlafenszeit abgeht. Naja. Ich glaube, ich habe zum ersten Mal die Kurve richtig gut bekommen. Nicht das Schild kriegen. Manchmal passiert bei den Schildern gar nichts und manchmal zerstört man das halbe Auto dran. Deswegen, da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Hier durch, so. Nicht zu weit rausrutschen. Tür rechts 2 lang. Macht stark zu, rechts 1 auf, links 1 plus. Auf. Oh. Wie gesagt, ich hasse die WP. Irgendwie, ich finde die nicht harmonisch. Die passt überhaupt nicht zu meinem Fahrstil. Stellenweise zumindest. Und was sagt die Uhr? Haben wir es geschafft? Oh, wir haben gewonnen. 15. auf Baby
Oh, 1,6 Sekunden für Riedemann, 1,8, 4,64 auf Alessandro Rey. Damit hat sich Riedemann wieder vorgefahren auf die vierte Position. 28 Sekunden, trotzdem Rückstand auf uns. 3, 5, also durch ist da noch lange nichts. Flach vom Anfang bis zum Ende. Wird liebevoll auch als Grand Prix von Finnland bezeichnet. 9 der 10 schnellsten Rallyes. Absturz des Spiels. Das zweite Mal, dass mir das passiert. Wenigstens öffnet sich, das muss man jetzt sagen, da hat das Spiel recht gut supported. Also recht guten Support, irgendwas so, also hat sich der Entwickler wirklich erst dabei gedacht. Es kommt eine eigene, sobald das Spiel einen Crash aufspürt. Also es spürt, dass die Software spürt, dass das Spiel abstürzt, drücken wir es so aus. Und öffnet dann einen Sendereport. Da muss man nichts ausfüllen, da kann man einfach auf Senden klicken, wenn man es anonym machen will. Und dann geht das an den Entwickler. Was der daraus macht, ist natürlich eine andere Sache. Aber überhaupt die Möglichkeit, den Entwickler über den Absturz zu informieren, ist schon viel, 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 viel wert. So, hoffen wir, dass es jetzt noch lädt. Die Geschwindigkeiten sind hoch. Sind so hoch, dass die Zuschauer Zeitunterschiede äußerst gering sind nach einem Blablabla. Mühenpäe. 3,94 Kilometer Schotter und Sonne. Es ist helllichter Tag. Was dann aber bedeutet, dass die letzte WP in der Nacht gefahren wird. Nein. So, hier. Na, ach, Schaden ist immer noch recht gering. Einer der berühmten 1000 Seen. So, die WP ist relativ schnell. Und jetzt schon über die Hälfte hinter uns. Nein, 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 nein. Scheiße. Da hat jetzt das Getriebe, die Aufhängung, die Elektronik und die Karosserie einen Schaden davon genommen. Da sind wir jetzt aber auch richtig hart reingeknallt, aber der Zeitverlust ist so gering. Es rechnet sich nicht deswegen zurückzuspulen. So, vorletzte WP. Oh, 2,2 Sekunden verloren auf Baby. Das meinte ich, die Sache ist ja nicht durch. Jetzt noch 1,25 Sekunden Vorsprung. Das wird spannend. Wenn diese Konstellation bis ins Ziel durchhalten würde, würden wir einen richtigen Schritt Richtung Titel machen. Okay, in der WRC 2 hat sich nicht viel verändert. Kitoma, Borland, Kramer, Gorbon. Hier in der WRC Oshie, Patton, Latvala, Ustberg und Prokop die Top 10. Die Geschwindigkeit, das haben wir eben schon mal gelesen. Jetzt geht's in der Nacht auf die Power Stage. Das fahren wir noch, dann ist nämlich die Rallye zu Ende. Und dann sehen wir uns erst nächsten Mittwoch wieder um 18 Uhr mit Let's Rally WRC 5. Montags und freitags dafür ja Let's Race Project Cars. Los geht's, Team.
rechts 2 plus auf links 2. Diesmal kriegen wir die Kurve. Wir merken uns das. Wir gehen intelligent an die WP ran. Rechts 2 auf links 2 auf Spitzrechts für links 2 minus auf rechts 2 plus auf rechts 5. 100, links 3, minus, macht stark zu, links 1. 80, spitz links. Und? Spitz rechts, auf, spitz links. Für rechts 4. Für rechts 5, Vollbremsung in, links 3, minus, auf, rechts 1. Rechts 2 minus. Auf. Links 2 kurz. Für rechts 5 öffnet sich. 100 Bremse. Rechts 2 kurz. In. Links 2 plus. Auf. Spitz rechts. Auf. Links 2. 100. Links 5. Macht stark zu. Links 2. Jetzt merken, das ist gar keine lange Zeit. Da oben geht es nämlich in die Richtung ab. So, die Ecke haben wir besser bekommen, die beim ersten Durchfahrt. So. Sehr glatt, sehr besser als erwartet. Die WP. Das hat aber jetzt nicht viel Zeit gekostet, deswegen. Da waren wir eben auch schon mal abgeflogen. Macht stark zu, rechts 1 auf, links 1 plus. So. Dafür nutzen wir es jetzt aber. Für rechts 2 lang. Macht stark zu, rechts 1 auf, links 1 plus. Komplett übertrieben dafür jetzt hier. Das war jetzt richtig blöd. Hätten wir es ja besser gelassen, so wie es war. Drückt die Daumen, dass wir die WP und damit die Rallye gewinnen. Drückt die Daumen. Gespannte Blicke. Ja! Power Stage gewonnen, Rallye gewonnen. Was will man mehr? In der WRC 2 gewinnt Ketoma die Power Stage, in der WRC Alvin Evans. Damit sieht es wie folgt aus. Wir wieder vor Baby und Gilbert, Riedemann. Also die Top 4 hat sich nicht verändert gegenüber den letzten. Gegenüber der letzten Rallye. In der WRC 2 gewinnt Ketoma vor Bolland und Krämer. Und der WRC Oshie, Latvala, Evans und Patton. So, damit gute Arbeit. Sie haben die nächste Eurallye Finnland beendet. Machen Sie sich bereit für die Rallye de France Tour de Course. Kein Problem. So, die deutsche Rallye haben wir hier übersprungen. So, 105 vor 77 Punkten.
Aber jetzt muss ich rechnen. 30 wären wir bei 28 Punkte Vorsprung. Also eine ganze Rallye Vorsprung. Ich könnte jetzt eine Rallye ausfallen. Gut, aber vorzeitig Weltmeister kann ich trotzdem frühestens in Spanien werden. Denn ich mache jetzt hier in Frankreich keine noch weiteren 28 Punkte Vorsprung. Oh, sogar Alessandro Reyes war, sei gesagt, die Top 5, derselbe Einlauf wie Zieleinlauf wie auch in Polen. So, damit beenden wir jetzt das, gucken uns noch ganz kurz die Gesamtwertung in der WRC 2 und in der WRC an, auch die Teamwertung nehme ich. Und dann sehen wir uns am Mittwoch mit der ADAC Rallye Deutschland in der WRC 2 Wertung mit einem R4 Fahrzeug. Da haben wir die Platzierungen. WRC 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Rallyes, also Ketoma ist mit seiner Saison durch. Dieser Vorsprung muss reichen auf 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bolland kann es schon nicht mehr werden. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kann es auch nicht mehr werden. 1, 2, 3, 4, 5. Kann es nicht mehr werden. 1, 2, 3, 4, 5. Kann es auch nicht mehr werden. 1, 2, 3, 4, 75. Nö. Ketoma ist Weltmeister. Ist eigentlich keiner mehr da, den noch schlagen kann. Ketoma ist hier Weltmeister. So, in der WRC Ogier eigentlich dann auch schon dem Titel nahe. Bis auf einmal hier, da hat Latvala gewonnen in Mexiko. Ansonsten immer gewonnen, meistens sogar die Power Stage gewonnen. Also da ist nicht viel zu machen. Dreifachführung für VW, dann mit Ostberg der beste Citroën. Da gucken wir noch ganz kurz die Herstellerwertung. Dafür das Team von Ketoma, vor ihm in Bolland und Nasser Al-Attiyah. Und der WRC2 führt, der WRC führt Volkswagen vor Citroën. Vor Volkswagen 2, Hyundai und M-Sport. Damit bis zum nächsten Mittwoch. Macht's gut, euer Replika 666.